Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 3 Minuten später, aber wir sind da. Willkommen bei Domian. Willkommen im 1Live-Talkradio. Wir haben heute Mittwoch und das ist eine freie Themennacht bei uns. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, schreibt eure Telefonnummer unbedingt in die Mail rein und ein paar Sätze zu eurem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Meine erste Anruferin heißt Marina. Und Marina ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Marina. Um was geht's bei dir? Also ich habe dich angerufen, weil, oder generell, es geht um meinen Vater. Mhm. Mein Vater wollte schon, oder hat länger schon in deine Sendung geschaut und wollte immer mal bei dir anrufen. Mhm. Nur ist es jetzt leider so, dass mein Vater ja eigentlich vor einer Stunde, letzte Woche vor einer Stunde gestorben ist. Letzte Woche vor einer Stunde? Ja, genau. Mhm. Plötzlich und unerwartet? Nein, ich sag mal so, wir haben am 14. Januar dieses Jahr erfahren, dass er einen Lungentumor hat, einen sehr, sehr großen Lungentumor. Mhm. Und ich kann nicht so gut darüber sprechen. Also im Moment, das verstehe ich. Weil es ja alles so frisch ist. Ja. Ja, einen Monat später, dann am 14. Februar, wurde er dann operiert. Mhm. Und ja, alles wurde entfernt, alles war gut. Mhm. Er ist wieder nach Hause gekommen und war wieder fit. Wir sind hier durch unser Dorf spaziert und alles war wieder gut. Weißt du, die ganze Welt war wieder in Ordnung. Ja. Ja. Hat er denn dann auch noch eine Bestrahlung, eine Chemotherapie oder so etwas bekommen? Erstmal nicht, weil das ja eigentlich hieß, der Tumor ist raus. Mhm. Und wir haben überlegt, dass er erstmal vielleicht in Kur fährt oder sich ein bisschen erholt und dann über alles Weitere dann nachdenkt. Später. Aber dann gab es einen sehr schlimmen Rückfall. Ja, genau. Am 14. März, also das ist irgendwie so unsere Zahl, die 14, haben wir dann erfahren, dass er nicht frei von Metastasen ist. Mhm. Da haben wir erfahren, dass er zuerst eine Metastase in der Nebenniere hat. Mhm. Das war der erste Tag. Am nächsten Tag haben wir dann erfahren, dass er 3 Metastasen im Kopf hat. Mhm. Und dann 2 Tage später dann auch noch in den Knochen. Ne? Ja, und diese Metastasen sind offensichtlich so aggressiv gewesen und so schnell gewachsen, dass man die vorher nicht hat erkennen können. Ja, genau. Also es war so, dass wir nach dieser Operation, nachdem er die Hälfte der Lunge rausbekommen hat, solche PETs und CTs und solche ganzen Untersuchungen gemacht haben und dass noch nichts da war. Und dann hatte er plötzlich so Bauchschmerzen, ganz komische, und dann ist er wieder ins Krankenhaus und dann haben die Ärzte ihn dann da durchgecheckt und so kam das dann so, ne? Jetzt hast du gerade am Anfang zu mir gesagt, dass dein Vater bei mir anrufen wollte. Ja, er wollte bei dir anrufen, nachdem er erfahren hat, dass er einen Lungentumor hat. Ach so. Und dann hat er deine, also er hat auch generell deine Sendung öfter gesehen. Mhm. Und dann hat er aber an diesem Abend wohl die Sendung gesehen und hat sich gedacht, oh, es gibt ja so viele Menschen, die haben viel schlimmere Probleme als ich. Ich mach das nicht. Mhm. Und es wurde ja dann im Endeffekt doch schlimmer, ne? Jetzt ist er vor einer Woche gestorben, sagst du. Ja. Wie alt ist dein Vater geworden? 55. Er ist noch sehr jung. Ja, allerdings. Und das, was uns verbindet, ist eigentlich auch, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Ach so. Und dass es jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr schwer wird, allein. Das glaube ich. Ja. So wird dein Geburtstag immer die Erinnerung natürlich an deinen Vater auch haben. Ja. Klar. Ja. Ist dein Vater zu Hause oder im Krankenhaus gestorben? Er ist bei uns zu Hause gestorben. Also warst du dabei? Es war so, das war letzte Woche Mittwochabend. Mir ging es den ganzen Tag nicht gut. Mhm. Mittwochabend habe ich dann sowas gespürt und wir haben hier einige Grundstücke und wir leben auf einem kleinen Dorf und haben auch sehr viel Natur darum. Und, und dann bin ich auf eins unserer Grundstücke, was uns auch sehr verbindet, hingegangen und habe dann gebetet und habe gesagt, ja, entweder nimmst du jetzt meinem Vater die Schmerzen und er wird wieder gesund, oder du darfst ihn zu dir nehmen, was keinen Sinn hatte. Er hatte wirklich sehr, sehr starke Schmerzen. Und dieses Gebet, was du gesprochen hast,
in der Natur. War das quasi dann auch ungefähr seine Todeszeit? Nein, also nicht ganz. Ich bin dann wieder nach Hause gekommen, habe mich von ihm verabschiedet, weil ich hab's irgendwie gemerkt. Mhm. Und bin dann rüber in mein Bett gegangen. Also wir haben hier zwei kleine Häuschen nebeneinander stehen. Mhm. Meine Eltern wohnen in einem, ich in dem anderen. Mhm. Und habe mich dann schlafen gelegt. Und um 12 oder kurz nach 12 kam dann meine Mutter rüber und ja, wir haben uns dann nochmal alle von ihm verabschiedet. Mhm. Wir sind die ganze Zeit sehr behütet von unseren Freunden, von unseren sehr guten Freunden. Und als deine Mutter rüberkam, da war er schon verstorben? Ja, also er ist in den Armen von meiner Mutter gestorben. Wie viele Kinder seid ihr? Ich bin ein Einzelkind. Ah, Einzelkind. Und wir sind auch eigentlich auch immer so eine Dreiergruppe gewesen. Wir waren so stark zu dritt. Und also eine enge Verbindung zu dem Vater. Auf jeden Fall. Wir haben auch sehr offen miteinander gesprochen, auch über den Tod und wie es ohne ihn weitergehen soll, aber trotzdem, ne? Natürlich. Das ist schon irgendwie unfassbar. Ja, natürlich. Klar. Mhm. War dein Vater bis zum Schluss bei Bewusstsein? Ja. Ja, bis zum Schluss. Ja, auf jeden Fall. Er war immer da. Und ich habe ihm auch immer bis zuletzt noch alles erzählt, was passiert ist. Und, war ihm klar, dass er sterben wird müssen? Ja, er hat es für sich auch beschlossen. Weil nachdem er dann diese ganzen Schocknachrichten bekommen hat von Knochen, von dem Kopf und so, da hat er dann für sich dann auch, denke ich, beschlossen, dass das einfach nichts mehr bringt, weil die Metastasen wirklich so schnell gewachsen sind. Also da hatte man gar nicht mehr erwogen, nochmal eine Chemotherapie zu machen. Ja, also die Ärzte haben uns ein bisschen Hoffnung gemacht, weil es angeblich so eine Tablette gibt, die sogenannte Taceva-Tablette, die bei Lungenkrebs helfen soll und diese Metastasen dann einschmelzen sollen. Mhm. Aber er hat sich dagegen entschieden. Nee, er hat sie noch genommen. Hat sie noch genommen? Eine Woche oder anderthalb Wochen ungefähr. Aber es hat nichts gebracht und sie hat, die Tablette hat dem Papa noch viel mehr Schmerzen gemacht als vorher. Ach so, dann hat er sich dann davor entschieden, sie nicht mitzunehmen. Du sagst, dein Vater hat sich dann letztendlich auch für den Tod entschieden. Oder er hat sich damit vertraut gemacht, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Hat er dennoch Angst davor? Das weiß ich nicht genau. Bestimmt hat er ein bisschen Angst, aber ich denke, er hat sich wirklich von uns begleiten lassen und deswegen ist es ihm auch leichter gefallen. Wir waren die ganze Zeit bei ihm. Wie habt ihr das dann gemacht? Deine Mutter kam dann gegen 12 Uhr, sagst du, in dein Haus und sagte, der Vater ist gestorben. Dann bist sie brauchte gar nichts sagen. Ich wusste, du wusstest Bescheid. Dann bist du rübergegangen und wie lange habt ihr dann noch bei ihm gesessen? Also, er war noch bis zum nächsten Morgen da und dann ist er vom Bestatter abgeholt worden und wir konnten uns alle von ihm verabschieden. Die Freunde, die noch bei uns waren, haben sich verabschiedet und wir auch. Also, wie hast du dieses bei ihm sitzen empfunden, die ganze Nacht, als er schon verstorben war? Du warst bei ihm, deine Mutter war bei ihm. Wie hast du das empfunden? Ich habe es als sehr schön empfunden, muss ich sagen, weil es ist ja immer noch mein Papa. Es ist immer noch mein Papa, der da gelegen hat. Und ich hab mich nochmal von ihm verabschiedet. Ich habe ihm nochmal gesagt, wie lieb ich ihn habe. Ich glaube auch, dass dieses, wenn man relativ lange bei einem verstorbenen Menschen sitzt, es zwei gute Wirkungen hat. Einmal, dass man sich wirklich verabschieden kann, wie du es gerade gesagt hast. Und dass einem die Realität des Todes auch wirklich vor Augen nochmal kommt. Dass man es auch begreift, dieser Mensch ist wirklich tot. Also wenn er direkt abgeholt würde, dann ist es, ich meine, es ist im Moment wahrscheinlich für dich dennoch irreal, dass dein Vater nicht mehr da ist. Auf jeden Fall. Also ich wache jeden Morgen auf und denke mir, jetzt ist er bestimmt wieder da, aber. Ja, gab es die Beerdigung schon? Die ist also heute um 10 Uhr. Also heute. Ach so, die ist heute um 10 Uhr. Früh. Ach so. Hast du Angst davor? Ich bin begleitet von so vielen netten Menschen und wir haben die Beerdigung auch zusammen geplant, also meine Mutter und ich. Und ehrlich gesagt, ich freue mich, dass wir nochmal zusammen sind und uns nochmal in einer großen Runde von ihm verabschieden können. Obwohl es natürlich auch bestimmt sehr, sehr schwer wird. Ja, wahrscheinlich. Das ist sicher so. Und erst danach beginnt wahrscheinlich erst die Trauer, die Trauerzeit. Ja. Weil im Moment ist es ja noch ein Schockzustand und dann steht man vor diesem Ereignis der Beerdigung, was auch ein großes Ereignis ist. Und wie geht es deiner Mutter? Meine Mutter geht es nicht gut. Also
sie und meine Eltern waren 35 Jahre zusammen, 31 Jahre verheiratet. Mhm. Und die waren bis zuletzt frisch verliebt, wie am ersten Tag. Das ist immer schön gewesen zu sehen. Deswegen geht es ihr auch nicht so gut. Also. Weißt du, es gibt so eine Art Vermächtnis von deinem Vater für dich, was er für dich wünscht, was er will? Ja, er wünscht sich für mich nur das Beste. Das hat er mir auch immer wieder gesagt. Er hat gesagt, dass ich so bleiben soll, wie ich bin und vielleicht noch an den einen, zwei Ecken feilen sollte. Mhm. Aber dass er sich freut, dass er so einen Menschen wie mich kennengelernt hat, also wie man das so sagen kann. Was machst du beruflich? Ich studiere. Und was? Und zwar BWL, also Industriemanagement, in einem dualen Studium an der Europäischen Fachhochschule in Brühl. Ja, ja. Und dann arbeitet man nebenbei und das mache ich im Marketing. Da war er bestimmt auch schon ganz schön stolz auf dich, dass du in diesen Bereich reingehst und das ist ja nun auch kein leichtes Studium. Ja, da muss man viel arbeiten. Ja, ja, das hat ihn auch nochmal so glücklich gemacht, denn im Januar, zwei Tage bevor wir erfahren haben, dass er Krebs hat, hat er mich besucht, wie ich da irgendwo einen Vortrag gehalten habe und hat mir danach nochmal gesagt, wie stolz er auf mich ist. Wie schön, wie schön. Das ist was ganz Besonderes. Ja, wie toll, dass das noch geklappt hat, dass er dich dann besucht hat und dich auch quasi dann so in Aktion gesehen hat, in deinem Element. Genau. Somit konnte er sich gut vorstellen, was du jetzt so tust und das hat für ihn dann auch noch eine bessere Realität dann bekommen. Ja, das stimmt. So, Marina, jetzt ist heute der schwere Tag, auch ein schwerer Tag. Was hast du um wie viel Uhr? Um 10? Um 10 Uhr. Um 10. Und es kommen viele Leute, viele Verwandte, Freunde? Also mein Vater war lange stellvertretende Ortsvorsteher und St. Martin und sehr engagiert und jedem geholfen. Also war ein richtig netter Mensch, also ein richtig, ich weiß nicht, mein großes Vorbild. Ne? Und da kommen natürlich viele Leute. Obwohl er es, glaube ich, lieber gehabt hätte, wenn wir es ein bisschen kleiner gemacht hätten und nur mit den engsten Freunden. Ja. Aber das lässt sich, ich glaube, nicht bei so einer Person dann vermeiden. Ja. Aber ich freue mich auf die ganzen Menschen, die uns da begleiten an dem Tag morgen. Das wünsche ich dir für diesen Tag sehr viel Kraft. Dankeschön. Wie gesagt, es wird sicher auch schwierig werden, aber es ist auch nochmal ein Abschied nehmen und nochmal kannst du deinem Vater die Ehre erweisen, wenn man das so sagt. Ja. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken, dass ich mit dir sprechen durfte, weil ich glaube, mein Vater hätte sich sehr gefreut. Das freut mich, dass du das sagst. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute und viel Kraft. Dankeschön. Auf Wiederhören, Marina. Auf Wiederhören. Tschüss. Es geht weiter mit Christian und Christian ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Christian. Hallo. Hallo Christian. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Und zwar geht es im weiten Sinne um meine Ausbildung. Was lernst du? Maurer. Ich bin in einer Maurerausbildung, jetzt im zweiten Lehrjahr. Und zwar habe ich mir, das fing 2001 an, in der Schule das Handgelenk gebrochen. Ja. Ein offener Bruch. Und das wurde alles operiert. Für einen Maurer gerade nicht sehr vorteilhaft. Nee, aber das war ja 2001, da war ich noch in der Schule. Ach so, ja genau, stimmt. Ist ja schon lange her, 2001, ja, sicher. Genau. Und zwar wurde das operiert, fixiert mit Schrauben. Und das hieß dann nach einem halben Jahr, dass alles wieder in Ordnung ist. Dann ging das jetzt die ganze Zeit gut. Habe auch ein Jahr jetzt in meiner Ausbildung gearbeitet. Dann fingen die Schmerzen an. Da Belastungsschmerzen. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und der hat herausgefunden, dass der rechte Ellenknochen 18 mm zu kurz war. Also nicht nachgewachsen ist durch den Bruch. Und das hattest du vorher nicht gemerkt? Nee, das haben die nicht gemerkt. Das haben die nicht gemerkt und du hast es auch nicht gemerkt? Genau. Also es gab es gab keine Beschwerden vorher? Und die haben es bei den Untersuchungen, bei den Röntgenaufnahmen auch nicht gesehen? Nein, gar nicht. Und dann ist das jetzt durch die Arbeit wieder hervorgekommen. Dann bin ich zum Arzt gegangen, der hat das dann festgestellt mit den 18 mm. Und dann bin ich krankgeschrieben worden. Und dann wurde ich operiert am Abend, habe ich einen Fixateur dran gekriegt. Und dann haben sie den Knochen jeden Tag gezogen, also mit dem Fixateur. Ja. Und das ging auch nicht gut, dann ist der Knochen wieder verrutscht. Und da wurde ich nochmal operiert dran am Arm. Noch ein Teil an dem Fixateur dran gebaut, weil ich nur Metall am Arm hatte.
Und wie das dann ab war, hieß es, ist alles in Ordnung. Mhm. Habe ich meinem Chef schon Bescheid gesagt, dass ich bald wieder arbeiten kann in den nächsten 3 Wochen. Ja. Und dann ist der Knochen wieder verrutscht. Ist er wieder verrutscht? Wie kann denn sowas wieder verrutschen, wenn das alles gerutscht ist? Ja, das frage ich mich auch. Hat dir das ein Arzt richtig mal erklären können? Ja, bei dem Arzt, ich bin, der ist sehr kompetent. Mhm. Und er kann sich das auch nicht vorstellen, dass wie soll ich das sagen, also sowas ist in Deutschland noch nicht wirklich passiert. Also er kannte so einen Fall bisher in seiner Praxis auch überhaupt nicht? Nee, gar nicht. Nee. In den Büchern steht nichts, dann war er auf einer Fachtagung in Berlin, da hat er auch nochmal nachgefragt. Mhm. Mhm. Und was, die anderen wissen auch nicht Bescheid. Jetzt ist der Knochen wieder verrutscht, das kann ich mir das leider gar nicht richtig vorstellen. Ich kapiere jetzt nur, dass mit der Hand genau, etwas nach wie vor nicht in Ordnung ist. Genau, der rechte Ellenknochen ist verrutscht, dann ging er wieder weiter rüber. Mhm. Dann haben sie mir das nochmal offen geschraubt, also offen geschnitten, besser gesagt. Was ist denn jetzt ganz aktuell? Was ist jetzt gerade im Moment mit deinem Arm los? Was hat man gerade gemacht? Genau, ich hatte jetzt vor ein paar Monaten eine Platte reingekriegt. Und dann hieß es, ich kann in 3 Wochen wieder arbeiten gehen. Ja. Habe ich meinem Chef auch wieder gesagt. Er hat sich darauf eingestellt. Ich wurde zur Zwischenprüfung jetzt angemeldet, die ich in 10 Tagen habe. Ja. Und jetzt sind die Belastungsschmerzen aber weit, also die sind da. Wenn ich, sobald ich meinen kleinen Bruder hochhebe, Schmerzen, das kann ich nicht aushalten. Hast du irgendwas noch am oder um den Arm herum? Ja, ich habe eine Manschette verschrieben gekriegt, die das trage ich. Das bedeutet doch, wenn ich das immer so schnell bewerten kann, dass du eigentlich in deinem Beruf gar nicht mehr jetzt richtig arbeiten kannst. Ja, oder? Genau. Genau, so sehe ich das auch. Ja. Der Arzt schiebt das immer weiter hin und meint, es wird besser. Wie lange musst du noch, bis du die Lehre beendet hättest? Nächstes Jahr. Also 1,5 Jahre noch. Bis Ende 9. Genau. Mhm. Aber ich habe ja jetzt schon ein Jahr verpasst. Ich bin seit Juni letzten Jahres krankgeschrieben. Ich verstehe. Ja. Ist das jetzt mittlerweile so ernst, dass du überlegst, diese Lehre abzubrechen und in einen Beruf zu gehen, wo du die Hand eben nicht so sehr belasten musst? Ja, genau. Das schwebt mir auch im Kopf rum. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich wird es ja darauf hinauslaufen, so wie du es jetzt gerade geschildert hast. Kannst du ja froh sein, wenn du den Arm so für deinen normalen Privatgebrauch gut wieder bewegen kannst und die Hand. Ja, genau. Und die Gefahr ist ja wohl immens, dass durch eine heftige Belastung, als Maurer bist du ja diesen Belastungen ausgesetzt, dass es dann wieder schlimmer wird. Ja, genau. Die Befürchtung habe ich auch. Mhm. Dass da noch Schlimmeres was passiert, dass die Hand steif wird eventuell. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, was da noch passieren kann. Und dass ich dann gar nichts mehr machen kann. Das muss ja auch nicht sein. Wo ist denn so dein Interessensgebiet? Wohin könnte es noch gehen, was du eventuell machen würdest wollen, wenn es jetzt nötig ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte mich vorher auch beworben bei der Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Mhm. Und das wäre das, was mich interessieren würde. Oder Berufskraftfahrer. Mhm. Das würde mich auch noch interessieren. Ja. Weil ich bin auch für andere Sachen offen, die... Also ich lasse mich für andere Sachen auch gerne interessieren. Oder ja. Ist das jetzt schon der Zeitpunkt, wo du sagst, ich muss mich umorientieren, oder gibst du dir und dieser ganzen Sache noch eine kleine Chance, dass es vielleicht doch noch klappt? Ja, das mache ich ja jetzt schon seit ein paar Monaten. Verstehe. Ich denke, es wird immer besser, aber langsam weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Der Arzt schickt mich von Therapie zu Therapie, Tabletten geschrieben, wie verrückt. Und du hast aber auf jeden Fall den Eindruck, dass du da in guten Händen ärztlich bist. Ja, der Arzt ist sehr kompetent, das muss ich schon sagen. Aber der Arzt weiß ja auch um deine berufliche Situation. Was rät der Arzt dir? Genau. Der rät mir, ich soll jetzt noch abwarten. Noch abwarten? Das ist ja das Problem, was ich jetzt... Ich weiß jetzt nicht, was ich genau machen soll. Auch wenn ich jetzt von eigener Faust den Beruf kündige oder abbreche, ob ich dann irgendwelche Nachteile habe. Weil im Moment, das läuft ja alles, das ist ja ein BG-Fall. Ein was? Dann noch es läuft über die Berufsgenossenschaft als ein Schulunfall. Ach so. Also ja. Das Problem ist letztendlich die Fragestellung, soll ich jetzt schon abbrechen oder soll ich noch ein bisschen warten? Ja, genau. Was meint der Arzt denn noch warten? Über welchen Zeitraum reden wir da? Über 2-3 Monate oder über ein halbes Jahr? Das konnte er mir auch nicht sagen. Das konnte er auch nicht sagen, ja. Gut, dann bist du so klug wie vorher. Ja, genau, so sieht das aus. Ich weiß dir, ich würde das einfach so deiner Intuition überlassen. Du hast das beste Gefühl für deinen Körper und deine Hand. Der Arzt schaut sich das ja nur auch von außen nur an. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie so richtig wird das nichts mehr, oder so, zumindest nicht so, dass ich kräftig zulangen kann auf dem Bau,
Dann würde ich jetzt nicht weiter Zeit verschwenden, sondern würde mich schnell schlau machen und kundig machen, was ich stattdessen machen könnte. War denn die Maurerei so dein absoluter Traumjob oder war das auch nur so ein, ja, weil da gerade eine Lehrstelle frei war? Ja, das war mein Traumjob, ist es nicht, muss ich sagen. Ach so, ja, umso einfacher. Umso einfacher, Christian. Ich dachte, das wäre jetzt so dein Ding gewesen, ich will unbedingt Maurer werden. Nee, das war's nicht. Ja, so, dann würde ich mich aber ganz, ganz schnell schlau machen und gucken, wo ich hinkomme. Ja. Ich meine, du bist erst 20, das geht ja alles noch. Aber immerhin, ein halbes Jahr, wenn das verloren geht, oder noch ein Jahr, ist ärgerlich einfach. Ja, genau so sehe ich das auch. Ich würde es machen. Ich würde an der Stelle jetzt suchen, gucken. Ja. Du hast ja schon gerade ein paar Bereiche genannt, die dich interessieren. Vielleicht gibt es da noch andere. Ich würde mich beraten lassen und dann Bewerbungen losschicken. Genau. Ich würde es auf jeden Fall machen. Ja, das war recht. Ich würde es so machen, Christian. Ja. Wünsche ich dir gute Besserung erstmal. Danke. Und vor allen Dingen, dass du dann einen Ausbildungsplatz findest, der deinen Vorstellungen auch entspricht und deinem Geschmack. Das hoffe ich auch. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, du machst eine super Sendung, wollte ich dir nur gesagt. Danke, sehr nett von dir. Vielen Dank. Mach weiter so. Okay, tschüss. Dankeschön, Domian. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, kurzer Hinweis, unser für morgen angeplantes Thema, das verschieben wir auf nächste Woche. Und Hinweis noch auf morgen. Morgen sind wir im WDR-Fernsehen so circa eine Viertelstunde später, weil wir vorher eine Live-Sendung haben vom Eishockey, glaube ich, hier in Köln oder wo auch immer. Also wir sind ein bisschen später morgen im Fernsehen und machen morgen auch eine freie und offene Themennacht. Dieses Mal so zwischendurch für euch als Information. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Alexander, der ist 38. Guten Morgen. Jawohl, hallo Domian. Hallo Alexander. Schön, dass du da bist. Jawohl, das ist Alexander. Es geht um Kopfkrankheiten und seine Nebenwirkungen oder Begleiterscheinungen. Um Kopfkrankheiten? Jawohl. Was meinst du, psychische Erkrankungen? Nein, Kopfoperationen. Bitte? Und ich bin das erste Mal mit 6 Jahren operiert worden. Ich habe es nicht ganz verstanden. Du bist in... Ich bin das erste Mal mit 6 Jahren operiert worden. Am Kopf? Ja. Warum? Und zwar, ich war Zwerchwuchs. Ich war mit 8 Jahren 89 Zentimeter. Mhm. Und da hatte ich schon Lähmungserscheinungen. Mhm. Konnte nicht mehr laufen. Und da hatte ich eine Zyste, eine Adrenalzyste. Und die ist entfernt worden. Mhm. Die Zyste war im Kopf? Ja, genau. Mhm. Und die ist entfernt worden. Mhm. Ja, und dann ging es dann gut. Aber da war ich dann als Zwerchwuchs. Und habe dann später ein Wachstumshormon bekommen. Ein Wachstumshormon? Ja, mhm. Genau. Mhm. Und ohne dem wäre ich 1,30 Meter geworden. Mhm. Und mit dem 1,68. Das ist jetzt deine jetzige Größe. Genau. Größe. Mhm. Genau. Mhm. Und da ist immer wieder was in den Kopf gekommen. Da wurde immer wieder operiert. Es waren immer wieder Zysten. Es waren immer wieder Zysten? Ja, genau. Wo waren diese Zysten? Im Kopf. Im Gehirn. Am Gehirn. Genau, im Gehirn. Ja. Und das konnte man auch relativ einfach operieren. Ja, aber die eine Zyste, die ich jetzt habe, also die größte, die können sie nicht operieren, weil die genau am kleinen Hirn sitzt. Wie groß ist die Zyste? Also die füllt bald das Viertelgehirn aus, die ist riesig. Und da habe ich einen Schand. Moment, langsam. Die füllt das Viertel, ein Viertel ja. des Gehirns aus? Ja, genau. Die hat einmal drauf gedrückt, da war ich linksseitig gelähmt. Dann hat sie mal mein Gesichtsfeld so sehr eingeschränkt, dass mein Augenarzt gesagt hat, ich werde mal blind. Das heißt, du musst doch... Entschuldigung. Wenn das eine solche Größe im Kopf hat, der Kopf ist ja nun, der kann sich ja nicht ausdehnen, da sind ja nur Knochen rundherum. Das heißt, du musst doch einen beständigen auch Druck im Kopf haben. Ja, ne? Und der Druckausgleich, der macht den Schand. Wenn da zu viel Wasser in der Zyste drin ist, macht hier das Ventil auf und läuft ihm in den Bauch rein, wenn er irgendwie ausgescheidet ist. Ach so, Moment, das haben wir jetzt übergangen. Das heißt, du hast noch einen Schand. Ja, erklär das mal, was das genau heißt. Das ist ein Abflussventil. Genau, das ist im Körper hinten, glaube ich, hinten heruntergelegt. An der Seite. Oder an der Seite. So, ja. Also ganz, ganz leinhaft ausgedrückt, man hat hier im Kopf einen kleinen Schlauch, einen Schläuchlein genau, gelegt. Das, genau. Das geht im Körper nach unten und transportiert die Gehirnflüssigkeit. So ungefähr, wie du beschreibst, so ungefähr läuft. In den Bauch und da wird es dann im Magenverdauungssystem ausgeschieden. Genau. Aber da kamen dann immer wieder mal Operationen und so weiter. Ne? Ich war immer wieder krank. Dann war ich in der 8. Klasse, haben sie mal was gemacht. Ne?
Okay, lass mal bei jetzt bleiben, weil das ist ja doch eine sehr gravierende Sache, die du mir gerade erzählt hast. Diese Zyste, die so groß in deinem Kopf existiert, wächst die noch mehr, wird die noch größer? Manchmal drückt sie und dann war ich mal linksseitig gelähmt, dann kam das Gesichtsfeld. Also ist alles betroffen. Und diese Lähmungen aber sind dann wieder zurückgegangen? Ja. Es war diese Zyste, um es nochmal klar zu machen, kann man nicht operieren, wie du gerade sagtest. Nein. Wenn sie die operieren würden, also wird was passieren. Sie haben kleinen Sitz und das Kleine hat die wichtigsten Funktionen. Ja, aber nochmal gefragt, besteht denn die Gefahr, dass die noch viel größer wird und du... Also es ist das größte Ventil drin, also noch ein größeres gibt es nicht, aber es kann man einstellen. Bei mir laufen 120 Milliliter am Tag durch oder sowas und das kann man regulieren. Da wird ein Gerät neben an der Seite angestellt und dann kann man es regulieren. Verstehe. Wenn die Zyste noch größer würde, könnte dann noch mehr abfließen, aber irgendwann ist ja wahrscheinlich auch mal Schluss, ne? Ja, also dass es so weit kommt, will ich mal nicht hoffen, weil es war schon viel zu viel. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Dann hatte ich 2002 einen Herzstillstand, 2003 einen Herzstillstand. Und dann hatte ich 98 eine schwere Hirnentzündung. Mann, Alexander, du hast aber Koma, war in Koma gelegen. Ne? Und dann hatte ich Epilepsie der 8. Klasse. Also ein schwerkranker Mann. Ja, genau. Kann man sagen. Und diese Kopfgeschichte ist aber das für dich im Moment am belastendsten, vermutlich. Jetzt stehe ich vor einer schweren Entscheidung, also einem schweren Ding, Eingriff wieder. Ne? Ich war jetzt in München, Großhadern, wegen meiner Epilepsie. Mhm. Und jetzt gibt es einen Vagusstimulator, der die Epilepsie, die sitzt da im Kopf. Ne? Mhm. Ja. Und das wird dann, wir werden wie zwei Drähte, sagen wir mal, implantiert. Mhm. Und das ist funktioniert irgendwo so ungefähr wie ein Herzschrittmacher. Mhm. Es gibt immer Impulse. Mhm. Und dadurch werden die Anfälle verhindert. Ja. Weil ich ja schon im letzten Jahr schon dreimal Status. Was heißt Status? Status Epileptikus heißt ein Anfall hintereinander. Ja. Eine Serie. So. Wenn da nicht rechtzeitig ein Arzt kommt, dann ist Ende. Stirbt man. Mhm. Ja, genau. Vor welcher Entscheidung stehst du jetzt genau? Das machen zu lassen? Jetzt das machen zu lassen. Weil die Ärzte sagen jetzt, ich muss jetzt untersucht werden noch, ne? Ob das jetzt mit einer Vagostimulade gemacht werden soll oder wieder mit einem Medikament. Ne? Welche Risiken hätten denn diese? Also der Eingriff, so würde ich sagen, wäre gar nicht so groß. Aber? Aber es ist in Deutschland erst, glaube ich, 1000 Mal gemacht worden. Ne? Nicht so oft. Ne? Also hat denn das einen Zusammenhang mit dieser Riesenzyste auch in deinem Kopf? Nein. Ja, die Anfälle sind durch die Riesenzyste wieder gekommen. Ach so, ich verstehe. Weil ich 98 die Hirnentzündung. Das ist aber vertrackt. Und da habe ich jetzt noch Gedächtnisstörungen und so. Also ich merke mir nicht mehr kurzzeitig Gedächtnis. Ne? Ich habe mal im Rahmen einer Reportage einen jungen Mann kennengelernt, der genau dieses Gerät hatte sich implantieren lassen, wegen seiner Epilepsie. Den war bestimmt mal da. Ich glaube, so hat man das genannt. Der hatte hier auf der Brust, unter der Brust, unter der Haut, hatte er so ein kleines Gerät. Ja. Und er hat da Magneten, da muss man reiben, das haben sie mir erklärt, wenn ein Anfall kommt, muss man reiben und damit wird der Anfall verhindert. Das muss so ein Gerät gewesen sein. Ja, also er hat mir, aber das ist jetzt natürlich keine medizinische Beratung, ich sage das nur einfach, jetzt ich erzähle es dir mal so, der hatte damit sehr gute Erfahrungen. Da musst du dich natürlich ganz halt auch sehr, sehr intensiv und sehr gut beraten lassen. Ich habe schon im Internet geschaut. Vor allen Dingen, dass du zu einem Operateur gehst, der das schon oft gemacht hat. Ich weiß, es gibt noch nicht so viele Operationen dieser Art, aber geh zu dem, der das wirklich schon einige Male zumindest gemacht hat. In Großhadern, ne? Der hat das von Amerika mitgeholt, der Professor Wink. Ja. Und der muss sehr, sehr gut sein. Also muss eine Koryphäe in seinem Gebiet sein. Ja. Sag mal, jetzt bist du so belastet, so rundherum belastet durch all die körperlichen Malaisen, die du hast oder Erkrankungen, schwere Erkrankungen. Was führst du, du bist 38 Jahre alt, was führst du so für ein Leben, was machst du? Eigentlich gar keins. Ich sag, ein Gefangener hat mehr Freiheit und ein besseres Leben wie ich. Weil du letztlich Gefangener deiner Erkrankungen bist. Ja, in meinem Zimmer, ich male nachts, ich sehe dich, Domian, ne? Da ist mein Hobby malen. Mhm. Ich habe jetzt tags erst mal was gemalt, eine Giraffe malt zurzeit. Mhm. Und ich hatte auch schon Ausstellungen, das ist eigentlich mein Leben.
Aber das ist doch eine tolle Sache. Ja, aber es ist kein Leben. Nee, natürlich nicht. Aber dass du dieses Malen hast, finde ich schon mal ein... Ja, das ist gut. Das ist gut. Die Ärzte und die Schwestern sagen immer zu mir, ich finde immer meine eigene Sache. Ich mache mich immer wieder selbst gesund. Mhm. Ich in Koma gelegen habe, ich war schon zweimal in Koma. Ne? Mhm. Da musste ich alles wieder lernen. Und da haben die Ärzte gesagt, das gibt es nicht, dass ich so alles so schnell lerne. Also du bist ein zäher Kerl, ne? Ja, ja. Die Ärzte haben zu mir gesagt, ich bin eine Kämpfernatur, also zu meinen Eltern. Mhm. Ich sohn ist eine Kämpfernatur. Mhm. Die sagt, es dauert ein Vierteljahr, bis ich wieder alles laufen kann. Ich kann den in 2-3 Wochen kann ich wieder laufen. Fühlst du dich einsam? Ja. Mhm. Ja, das ist das. Freunde, tja. Weil wir mal gibt es Freunde? Ich habe einen sehr großen Bekanntenkreis, aber tja. Ja, wenn man krank ist, solange ich noch Auto fahren durfte, ne, da war ich gut, weil bin ich überall hingefahren. Mhm. Ne. Der einzige gute Bekanntenkreis sind meine Krankenhauskollegen. Mhm. Ich telefoniere täglich. Mhm. Gab es mal eine Beziehung? Nein. Nein. Hast du da eine Sehnsucht nach? Na klar, wer hat das nicht? Ja, natürlich, ja, klar. Mhm. Na, aber es wird ja weggehen und im Internet mag ich nicht über das Internet, weil ich rede lieber wie schreibe. Ne? Mhm. Und aber jeder in meinem Ort, der mag mich, ne? Mhm. Wenn mich sieht, ne? Oder mich mal nicht sieht, ein bisschen davon, was mit Alexander los, ne? Mhm. Der sieht man gar nicht mehr. Oder wenn ich jetzt musste ich letzte Woche mit Sanitätsautoren weggekommen, weil ich wieder einen Anfall hatte, wieder 3-4 Anfälle hintereinander. Mhm. Jetzt ist meine linke, letztens bin ich dann mal die Treppe runtergefallen, meine linke Seite geprellt, ist es eben nicht. Eben laufend was anderes laufend. Ja, ich mag das, hast du natürlich. Ja, ich mag es. Aber umso erstaunlicher, dass du das so tapfer durchstehst. Ja, das ist meine Mutter. Meine Mutter hält mich am Leben, sage ich immer. Mm. Wenn meine Mutter plötzlich was passieren würde, dann wäre ich auch nicht mehr da. Mm. Meine Mutter ist mein. Lieber Alexander, was diese Geschichte mit der Operation bezüglich der Epilepsie anbelangt, mach dich nochmal sehr schlau. Vielleicht ist es für dich wirklich eine kleine Erleichterung. Das ist meine letzte Hoffnung eigentlich. Ja, dann, weil die Medikamente habe ich schon alle durch. Jetzt habe ich schon wieder ein neues Medikament, das ich eigentlich gut vertrage. Ne? Wo eigentlich die Anfälle stillhalten soll, bis zu überbrücken, bis die 3 Monate. Aber jetzt habe ich gestern vorgestern schon wieder 3 hintereinander. Ja. Das ist es eben. Blöd ist nachts. Ja, was ich dir besonders auch wünsche, ist, dass diese Zyste im Kopf, das hört sich für mich sehr, sehr bedrohlich an. Die Ärzte sagen auch normalerweise, dürfte ich nicht mehr da sein. Mhm. Es ist ein Wunder, dass ich noch so, wenn ich nach Erlangenheim gehe zur Untersuchung, sagen sie mal, Herr Brummer, Sie glauben gar nicht, wie wir uns freuen, wenn Sie so da sind. Mhm. Weil ich nicht so dastehen durfte. Alexander. In Hörsälen schon, ne? Und ich muss immer mal eine Geschichte erzählen, ne? Weil ich ein Phänomen bin. Lieber Alexander, ich wünsche dir weiterhin so viel Kraft, dass du weiterhin auch so viel Energie kriegst, das durchzustehen, was für ein Schicksal du da hast. Ich habe gehört, dass es heute schon ein paar Mal um Krankheiten ging, ne? Ja. Und da hören wir die anderen auch. Also ich habe schon sehr viel Krankheiten von Fernsehen gehört bei dir eben. Ich möchte sehr gerne, dass du nicht so ganz alleine jetzt in die Nacht entlassen wirst. Du kennst das ja, dass ich im Hintergrund immer eine Psychologe. Ja. Ich möchte, dass du mit Simone noch eine Weile redest. Jawohl, das war richtig. Da könnt ihr noch das eine oder andere achten. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und du mir mach weiter so und machst eine super Sendung und baust die Leute sehr, sehr gut auf. Dankeschön, Alexander. Das freut mich sehr. Das ist für mich ein großes Kompliment, wenn jemand wie du das sagst. Ich bedanke mich wirklich sehr. Danke. Alles Gute. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Wir haben heute eine Freitemennacht, morgen übrigens auch. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne hier reden wollt, diskutieren wollt, plaudern wollt, was auch immer. Oder mailt domian@wdr.de. Tanja, herzlich willkommen, 28 Jahre alt. Hallo. Hallo Tanja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht hallo. Nichts. Das ist gleich vergessen. Ich habe ein Problem. Ich habe seit Anfang des Jahres eine Affäre mit dem Freund meiner besten Freundin. Ah. Und das Problem ist, ich habe mich auch noch in ihn verliebt. Ah. Muss das denn sein? Ja, ich weiß es nicht. Mit dem Freund der besten Freundin? Ja, ich habe immer gehofft, dass mir sowas nie passiert. Nee, wir waren sehr... Warum? Ist er so ein toller Hecht oder was?
Na, eigentlich ist er mir bis jetzt immer früher auf die Nerven gegangen. Aber wie lange sind die beiden denn schon zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre, das heißt 3 Jahre kennst du ihn auch schon. Früher ist er dir eher auf die Nerven gegangen. Was hat denn jetzt das Blatt gewendet? Ja, wir waren Silvester auf einer Party im Verein, also mehr so im Bekanntenkreis. Und das war eigentlich ganz blöd. Ich war auf Toilette und er kam dann hinterher und hat mich dann halt angemacht. Und wie, er kam hinter dir her auf die Toilette? Ja, also das ist halt so ein kleines Abteil da und dann war ich halt, ich stand schon am Waschbecken und er kam dann hinterher. Und er kam wirklich nur wegen dir hinterher? Ja, richtig. Er hat wohl schon länger auf mich ein Auge geworfen. Hattest du vorher nicht gemerkt? Nein, habe ich nicht. Nein, er hat also immer irgendwie blöde Sprüche gemacht und mich irgendwie dumm angequatscht von der Seite und so. Und ich habe das halt nie wirklich großartig gewertet. So, jetzt seid ihr beiden in der Toilette oder am Waschbecken da. Und was passierte dann dort? Ja, er hat mich halt angemacht und meinte, er würde ja gerne mal. Und daraufhin hast du gesagt? Ich hatte halt schon entsprechend ein bisschen Alkoholintus und habe gesagt, ja, ich sag, wenn jetzt der Alkohol nicht wäre, dann hättest du keine Chance. Naja, und dann war die Sache eigentlich auch erstmal gegessen und dann habe ich mich halt gefragt, wieso ich da jetzt nicht so einfach drüber weggehen kann. Das war Silvester. Irgendwie ein paar Tage später, ja, Silvester. Wann gab es den ersten Sex? Den ersten Sex gab es Mitte Januar. Mitte Januar? Ja. Und seitdem läuft das so als äußerst geheime Affäre? Ja, richtig, so ungefähr einmal die Woche. Und du siehst deine Freundin wie oft? Weiß nicht, 3-4 Mal die Woche. 3-4 Mal die Woche. Ihr redet über alles, ihr redet auch über die Beziehung natürlich, wie man das so in besten Freundschaften macht. Ja, normalerweise schon, ja. Aber ich kann mit ihr da also überhaupt nicht drüber reden. Ich kann auch mit meinem besten Kumpel und mit meiner Mutter nicht drüber reden, weil die alle irgendwie sich untereinander kennen. Und also ich habe eigentlich im Moment niemanden, mit dem ich das so reden kann. Hast du nicht ein grottenschlechtes Gewissen deiner Freundin gegenüber? Doch, habe ich. Das ist eben auch mein Problem. Ich habe auf der einen Seite löst er in mir Gefühle aus, die in dem Sinn noch kein Mann in mir ausgelöst hat. Also es geht, wie du gerade am Anfang schon sagtest, jetzt mittlerweile nicht mehr nur um Sex, sondern du bist auch richtig du hast dich in ihn verliebt. Total. Und umgekehrt auch? Nein, also ich denke eher nicht. Ach so, du bist für den nur so eine Bett... Also ich weiß, dass er seit 2 Jahren also auch anderweitig unterwegs ist, dass er also scheinbar in der Beziehung nicht so die sexuelle Erfüllung erlebt. Hat er dir das jetzt gebeichtet, dass er auch noch andere Sachen am Laufen hat? Oder wusstest du das vorher schon von deiner besten Freundin? Nein, also ich wusste das bis letzte Woche eigentlich gar nicht. Ach so. Ich habe mich also auf einer Internetseite registrieren lassen. Und deine beste Freundin geht davon aus, dass er schön treu in der Beziehung sitzt? Ja, im Prinzip schon, ja. Also Klartext nochmal, du bist der löst in dir ganz, ganz tolle Sachen aus, die du gar nicht kanntest bisher. Ja. Bei ihm ist es nicht so, du bist eine Mauer. Ich weiß es nicht genau, weil er ist eigentlich so der Mensch, der nicht über solche Sachen reden kann. Redet ihr denn über diese vertrackte Lage, in die ihr da drin steckt? Nein. Auch nicht? Also er redet auch nicht davon, dass er ein schlechtes Gewissen seiner Freundin gegenüber hat? Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich weiß, dass er seit 2 Jahren also über das Internet schon unterwegs ist. Über was redet ihr denn überhaupt, wenn ihr euch trefft? Oder wird gar nicht viel geredet? Nö, eigentlich nicht so viel. Also wir reden über normale Alltagssachen und also ein bisschen rumgequatsche und dann geht's zur Sache. Ja, richtig. Hui. Ja. Und wie soll das weitergehen? Ja, das ist eben die Frage. Also ich bin also jetzt seit 3 Monaten in der Bredouille, dass ich sage, auf der einen Seite ist es meine beste Freundin, auf der anderen Seite ist es natürlich, sind unheimlich starke Gefühle da. Kann das auch sein, dass du dich ja so ein bisschen reingesteigert hast in diese Gefühle? Die kommen ja offensichtlich von seiner Seite nicht. Und er bietet dir ja auch nicht so ein, er legt dir nein, ja nicht... Nein, also ich bin sonst überhaupt nicht der Mensch. Ich habe also meine beste Freundin kenne ich jetzt schon 10 Jahre und die habe ich also schon in mehreren Beziehungen erlebt. Und das ist also nie so gewesen, dass mich irgendwie ein Typ irgendwie angemacht hätte oder anderweitig irgendwie angesprochen hätte. Oder wie lange hast du denn schon keinen Freund mehr gehabt vor ihm? Also ich habe jetzt seit etwas über einem Jahr keinen Freund mehr.
Naja, ich meinte jetzt nochmal, ich sag's nochmal, ich habe es gerade vielleicht missverständlich gesagt, vielleicht hast du dich in diese Gefühle, du sagst, der löst in dir Sachen aus, die kennst du gar nicht, vielleicht auch ein bisschen reingesteigert. Nein. Nein. Klares Nein. Nein. Die Gefühle sind da und die kann man auch nicht wegdiskutieren. Ja. Die hast du ihm aber auch noch nicht so gestanden, ne? Nein, leider nicht. Ich finde den richtigen Zeitpunkt nicht, das ist das Problem. Du sagst leider nicht. Was, inwiefern würde die Situation verändert, wenn du ihm sagst, wie sehr du ihn liebst? Ja, ich habe Angst, dass dann eben alles vorbei ist, ne? Dass er sagt, ich aber nicht und ich habe keinen Bock auf Beziehungsgerede hier, ja, und richtig, ich bin weg. Genau. Tja, Tanja, da hast du dich aber in eine Lage hineinmanövriert. Meinst du denn, dass deine, also so unter besten Freunden registriert man den anderen ja die Stimmungen des anderen schon immer sehr genau. Also ich weiß das, bei meinen besten Freunden, da merke ich ohne Worte, wie die so drauf sind. Meinst du, dass deine Freundin das auch merkt, dass irgendwas mit dir nicht stimmt? Ja, natürlich, klar. Ich meine, ich bin jetzt auch mittlerweile, ich bin eigentlich nicht der Mensch, der Alkohol trinkt. So, ich trinke vielleicht 3-4 Mal im Jahr irgendwie was und mittlerweile ist es also fast täglich. Mhm. Dass ich also den Tag eigentlich gar nicht richtig starten kann, ohne dass ich nicht irgendwie 1-2 Gläser Wein getrunken habe oder so. Oh, das ist aber jetzt fängt es an, auch noch bedenklicher zu werden. Ja, ich weiß. Also jetzt muss was passieren, es geht nicht so weiter. Es muss wirklich was passieren. Du hast dich jetzt in den verliebt. Das ist natürlich letztendlich der absolute Tabubruch, sich in den Freund der besten Freundin zu verlieben. Ja. Aber nun ist es mal passiert und du sagst, dass da richtig große Gefühle im Spiel sind. Ja. So, jetzt wirst du so schnell wie möglich ihm das sagen, ihm das erzählen. Ja. Und dann muss man gucken, wie er reagiert. Wenn der dann so reagiert, dass er da überhaupt keinen Bock drauf hat, dann weißt du zumindest diesbezüglich schon mal, woran du bist. Ja. Ich glaube, du ahnst das ja sowieso, dass der das nicht erwidert. Mhm. Aber wenn du es knallhart dann vors Gesicht gesagt bekommst, ins Gesicht gesagt bekommst, hat das schon eine Wirkung. Ja. So, und dann muss der nächste Schritt wirklich sein, dass du aber sofort diese Beziehung, die jetzt läuft, abbrichst. Mhm. Weißt du, wenn ich weiß nur, dass ich ganz, 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 ganz tief fallen werde. Das wird so sein, aber dann fällst du schnell und tief. Das ist besser, als wenn du langsam absinkst und dabei noch Alkoholikerin wirst. Mhm. Dann tut das einmal richtig kräftig weh und das dauert dann auch schon noch eine Zeit, ehe man sich ja berappelt hat. Aber so geht's ja nicht weiter. Nee. Indem du nichts tust, passiert nichts. Es läuft alles nur irgendwie so weiter. Ja. So. Und dann muss natürlich auch noch deine Rolle zu deiner besten Freundin geklärt werden. Das ist ja der nächste Bauplatz. Mhm. Die nächste Baustelle. Was passiert da? Sollst du es ihr beichten? Sollst du es verheimlichen? Schwierige Frage. Im Prinzip ist da schon ein großes Loyalitätsproblem. Ja. Du sagst ja, somit deiner besten Freundin hier, dein Typ geht fremd. Mit mir zum Beispiel oder vielleicht auch mit anderen Leuten. Ne? Ja. Also der erste Schritt ist, dass du eine Klärung finden musst zwischen euch beiden. Wenn der dich jetzt auch richtig groß lieben würde, dann würde ich jetzt sagen, okay, das ist halt alles sehr, sehr schief gelaufen, aber die Liebe hat immer recht, wo sie hinfällt. Müsstet ihr beide einen Weg finden. Wenn der dir sagt, Mädchen, überhaupt nichts. Ich empfinde nichts Großartiges für dich. Ich finde dich ganz nett und ich habe keinen Sex mit dir, aber mir nicht. So, da musst du dein Leben ordnen. Ja. Der sauberste Weg wäre es dann, deiner Freundin zu beichten. Natürlich mit der großen, 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 großen Gefahr, dass sie alles abbricht. Aber zumindest hast du ihr dann noch den Dienst erwiesen, dass du sie aufklärst über ihren Typen. Ja. Wenigstens das. Es kann sein, dass du beide Menschen verlierst. Ja, dann habe ich gar nichts mehr. Ja, das kann passieren. Das kann passieren. Und was mache ich dann? Dann musst du dich langsam wieder aufrappeln und dir neue Menschen suchen und aufbauen. Es gibt da keinen. Sie müssen sich nicht nur die beiden nicht mehr haben, ich habe gar nichts mehr. Warum? Die Leute kennen sich untereinander alle. Meine Mama kennt den Papa von meiner besten Freundin und mein bester Kumpel kennt die ganzen Leute und ist nicht gut auf die zu sprechen. Und
Ja, gut, aber verliere ich alles, was ich habe. Ja, das würde ich erstmal nicht so ganz hoch. Also du wirst deine Mutter nicht verlieren wegen dieser Geschichte. Deine Mutter kannst du es irgendwie. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Na, es geht so. Geht so. Na gut, aber ich meine, jetzt reden wir über Leute, die so im weiteren Umfeld um dich herum schwirren. Es wird sicher blöd geredet und die eine oder andere Bemerkung gemacht, aber das würde ich erstmal nicht so extrem sehen. Schwierig ist das mit deiner Freundin. Da gibt es nichts schön zu reden. Ja. Aber wir sind uns beide einig, dass es so nicht weiterläuft, ne? Nee, das ist klar. Weil du bist ja alles andere als glücklich. Du bist unglücklich. Du trinkst. Mensch, Tanja, stell dir mal vor, wenn du wegen dieser blöden Geschichte dir auch noch ein Alkoholproblem an den Hals hängst. Ja, ich bin ja schon auf der Arbeit angesprochen worden. Das ist ja mein Problem. So, deswegen musst du. Also seit gestern bin ich total im Arsch, weil sie das auf der Arbeit mitgekriegt haben. Und ja. Ich habe die Arbeit erst seit 3 Monaten und ich. So, und wenn die ganze Sache jetzt so ernst ist und du sagst, ich habe überhaupt gar niemanden mehr, mit dem ich mich irgendwie austauschen könnte und der auf meiner Seite steht, möchte ich auf jeden Fall, dass du erstmal jetzt mit meiner Psychologin sprichst. Die dir dann auch noch vielleicht ein paar Anlaufstellen gibt, wohin du dich auch in einer solchen Situation, das ist ja nun mal seelisch für dich auch ein GAU, ein Super-GAU, der gerade da passiert, wo du dich hinwenden könntest, damit du nicht so alleine bist und nicht irgendwelche noch schlimmen Dinge passieren können. Ja. Ja? Tanja, dann würde ich dich bitten aufzulegen und Simone, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Okay. Toi, toi, toi für das, was jetzt wohl liegt. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. Jetzt freue ich mich auf einen jungen Mann, der heißt David. Und der ist 22. Hallo, David. Hallo, Domian. Hallo, David. Wir hatten schon mal vor einem Jahr telefoniert. Mhm. Sag mal ein paar Stichworte. Als meine Schwester ist am 24. April gestorben, auf einen Tag vor meinem Geburtstag. Mhm. Oh, ja. Sag mal noch ein paar Stichworte, ich habe noch keine Erinnerung. Sag noch ein paar Stichworte zu deiner Schwester. Meine Schwester war schwerbehindert. Ah, jetzt weiß ich. Ja, ich weiß. Deine Schwester war sehr schwerbehindert. Genau. Sie konnte, glaube ich, nicht sehen, nicht sprechen. Mhm. Sie war jung, sie war wie alt ungefähr? 13, genau. Und du hattest eine sehr enge Bindung zu deiner Schwester. Ja, genau. Und die ist damals an den Folgen ihrer Behinderung gestorben. Ja, so in der Art, so wie ich denke mal, das war Herzversagen. Mhm. Man hatte das irgendwie erwartet, dass das geschehen würde, auch schon in jungen Jahren. Genau, Ärzte haben ihr nicht lange Zeit gegeben, nur so, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, an 6. Lebensjahr. Mhm. Und ja, sie ist 13 geworden. Jetzt habe ich gerade nur so ein paar Stichworte gesagt. Vielleicht vervollständigst du das nochmal, wie schwer ihre Behinderung war. Also sie konnte nicht laufen, sie konnte nicht sprechen, sie war fast blind. Mhm. Aber so in ihrem Umfeld, wenn man mit ihr gesprochen hat, man hat gemerkt, dass sie es wahrgenommen hat. Mhm. Du sagst, sie konnte nicht laufen, lag sie immer im Bett? Sie lag im Bett, sie saß aber auch bei uns den ganzen Tag fast immer im Wohnzimmer. Mhm. Also im Rollstuhl, oder? Nee, wir hatten so eine Art so eine Stehhilfe. Ach so. Mhm. Da stand sie dann oder saß sie drinnen, so Art wie ein Hochstuhl war das. Dass sie auch immer bei uns ist. Und wir haben sie auch immer, im Sommer haben wir sie mit dem Garten genommen, im Rollstuhl dann. Mhm. Ja, und... Und du glaubst, obwohl sie nicht sprechen konnte und nicht sehen konnte und nicht hören ja auch nicht konnte... Nee. Dass sie dennoch euch so natürlich wahrgenommen hat? Genau. Und kann man was darüber sagen, ob sie auch geistig behindert war? Weiß man das? Das weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall hat sie auf eine ganz besondere Art ihre Welt durchaus wahrgenommen. Ja, genau. Und du bist bist du das einzige Geschwister oder gibt es noch andere? Nee, noch 3 andere. Aber die Bindung zwischen dir und der Schwester war besonders eng. Ja, kann man nicht so beurteilen, weil alle hatten ein sehr enges Verhältnis mit ihr. Aber du hast es sie auf jeden Fall sehr lieb. Ja, auf jeden Fall.
Und ich hatte bis jetzt noch, ich war jetzt bis jetzt noch nicht beim Psychologen oder so, deswegen, ich habe mir noch nicht so wirklich dabei helfen lassen. Also als wir uns damals unterhalten haben, warst du natürlich sehr schockiert und sehr, 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 sehr traurig, dass du die Schwester verloren hattest. Unser Gespräch endete ja, glaube ich, dann auch damit, dass ich dir auch empfohlen hatte, dir professionelle Hilfe zu suchen, wenn du es mit der Trauer nicht schaffst. Genau, und dann habe ich eine von so einer Kompetenzagentur bekommen. Mhm. Aber die habe ich jetzt fast ein Jahr. Aber die kann mir nicht wirklich dabei helfen. Was ist eine Kompetenzagentur? Das kenne ich gar nicht. Also das ist für Jugendliche, die Probleme haben, die können da freiwillig hingehen. Ach so, so nennt man das. Ja, okay. Das ist nicht so, wie dass man da Praxisgebühren oder sowas zahlen muss. Mhm. Und ja, die versuchen einem so gut wie möglich zu helfen, machen Termine mit Psychologen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ja, und jetzt habe ich endlich nach fast einem Jahr einen Platz beim Psychiater bekommen. Mhm. Am 18. April, also kurz vor dem Tod von meiner Schwester, wo sie gestorben ist. Mhm. Ja, und ja, das ist auch so gesehen, ist das auch so eine Auflage, dass ich das machen muss. Mhm. Du meldest dich ja heute nach einem Jahr wieder bei mir. Genau. Schließe ich daraus, dass es dir nach wie vor sehr schlecht geht? Ja, ich habe keinen, mit dem ich drüber reden kann, weil ich meine Mutter und meine Geschwister und alle, die im Umfeld meiner Familie, nicht damit belasten will. Weil ist das jetzt? Man merkt, dass sie selber auch nicht so stark sind, dass die das auch alles sehr belastet. Sprechen die denn untereinander? Wenn du so zuhörst, sprechen die über die tote Schwester? Hin und wieder mal hört man mal was, aber dann nicht im Beisein meiner Geschwister oder so, nur mal per Zufall kriegt man davon so mit. Das hört man oft, dass in Familien, in denen etwas sehr Trauriges passiert ist, so ein Schweigen herrscht. Und jeder nimmt Rücksicht auf den anderen oder hat Angst vor dem anderen, was manchmal ganz falsch ist. Weil dieses sich austauschen natürlich von ungeheurer Wichtigkeit ist, dass man seine Traurigkeit zeigt und gerade in der Familie, ihr kennt ja nur den gesamten Verlauf des Lebens eurer Schwester. Mit kaum einem könntest du so intensiv sprechen wie mit deinen Geschwistern und Eltern. Aber da ist eine Blockade, es geht nicht. Nee, das geht nicht, weil ich meine Mutter nicht, im größten Teil will ich meine Mutter damit nicht belasten. Vielleicht würdest du sie ja gar nicht belasten. Vielleicht würde es ihr auch gut tun, wenn sie mit dir darüber sprechen könnte. Ja, das kann gut sein. Mhm. Aber ich habe Angst so gesehen davor, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, dass bei meiner Mutter wieder alles so richtig hochkommt. Weil meine Mutter, man merkt ihr das nicht an, dass sie traurig ist, aber auf einer merkt man es trotzdem, dass sie noch sehr traurig ist. Weißt du, ich könnte schwören, David, dass wenn ich jetzt mit deiner Mutter sprechen würde, dass die dasselbe von dir sagt. Ja. Und die wahrscheinlich ganz erstaunt wäre, was du mir hier erzählst und umgekehrt auch so. Mhm. Ja, ich habe so gesehen ein enges Verhältnis auch mit meiner Mutter. Mhm. Ja, und dadurch, dass meine Schwester auch gestorben ist, ist auch noch ein Stück von meinem Leben anderweitig kaputt gegangen. Ich hatte ja, als ich dich angerufen hatte, ich ja noch eine Freundin. Mhm. Und wir waren verlobt, wir wollten heiraten. Und dadurch habe ich sie auch verloren, weil ich sie nicht mehr an mich rangelassen habe und weil ich sehr aggressiv ihr gegenüber geworden bin. Ah ja. Ja, und wir haben einen 2-jährigen Sohn zusammen. Ach, ihr habt schon ein Kind zusammen. Mhm. Das Kind lebt bei deiner ehemaligen Freundin. Genau. Und das lebt auch da. Und das ist auch schwer, weil ich den auch sehr, sehr vermisse. Ich sehe den zwar oft genug. Weißt du, nicht so wie jeden Tag. Das ist ja alles ein Grund und alles wichtig dass du jetzt wirklich richtig was in die Wege leitest. Und du hast ja auch was in die Wege geleitet und der Termin steht ja am 18., sagst du, steht der erste Termin an.
Da würde ich dich wirklich sehr, sehr, sehr ermutigen wollen, David, das jetzt auch durchzuziehen. Ja, ich würde es auch durchziehen, weil... Ach, das tut mir aber leid. Du bist ja weg. Das tut mir aber sehr leid. Dann bitte ich meine Regie, ihn nochmal anzurufen und die Simone, weil die Sendung gleich rum ist, die Simone wird ihn dann auch gleich nochmal anrufen. Ja, ihr Lieben, die Sendung ist ja auch rum. Ich höre schon unsere Musik im Hintergrund. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich sage aber noch mal ein paar Worte an den David. Das liegt mir jetzt am Herzen, falls er wird ja im Radio, Fernsehen und so hören. Lieber David, mach das unbedingt, mach es unbedingt. Und ich glaube, ich habe das ja rausgehört, du bist ja auch sehr willens und sehr motiviert, etwas verändern zu wollen. Ich habe nur den Eindruck, dass du dich auch wie in so einem Gefängnis fühlst, dass du da gar nicht alleine rauskommst, was ja auch verständlich ist. Wenn du einen guten Ansprechpartner hast, ist das sicherlich ein sehr, sehr richtiger Weg, auch mit dieser Trauer umgehen zu können. Aber wir werden dich gleich nochmal anrufen und dann kannst du auch mit Simone nochmal eingehend darüber sprechen. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht war Uwe Petersen. Wir sind morgen auch wieder da, morgen mit einer offenen und freien Themennacht im WDR-Fernsehen. Erst so eine Viertelstunde, wahrscheinlich so 15 Minuten nach 1 Uhr. Aber wir fangen pünktlich im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival an. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen und euch anmelden unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder eben rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf die Sendung morgen. Bis dahin, tschüss.